Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde zu Cultures, der Entdeckung Vinlands. Ja, wir sind immer noch in der Mission Die Verfolgung. Die Azteken hier unten haben keinen Bock mehr, was gut ist. Das heißt, ich kann sie ziemlich leicht besiegen. Ich glaube, es waren immer noch Mayas, keine Azteken. Ja, das sind Nachos und das sind die Palenque. Und ja, ich glaube, solange ich ihnen freundlich gesonnen bin, passiert da auch nicht viel. Deswegen kann ich mich in Ruhe aufbauen. Was wir ja auch tun. Wir stellen Schuhe her. Ich kann schon mal den Pilzsammler bauen, fällt mir gerade so auf. So, hier ist gut. Und einen Speermacher. Na, er muss nur drei Speere herstellen eigentlich, also kann ich ihn irgendwo hier nicht so nah an die Farm setzen. Na, bauen wir ihn da mal hin. Obwohl, nein, da bauen wir nichts hin. Wir müssen uns nämlich jetzt langsam mal. Ah, du bist erwachsen. Du solltest dann, glaube ich, Farmer werden. Da wir nur einen haben. Aber ja, Bierbrauerei. Hierhin und ein Zweifamilienhaus hierhin. Jo. Ist die Bierbrauerei weit genug vom Weizen weg? Also vom Bauernhof weg, aber auch nicht so weit weg. So, Farmer. So, unser Töpfer hat Hunger. Soll er also mal was essen? Ja, ist doof, dass unser Bäcker alleine die Nahrung einlagern muss. So, du hast Farmer gelernt. Das heißt, du kannst hier in das Haus einziehen und kannst hier anfangen zu arbeiten. Wie sieht's bei euch aus, meine Soldaten? Du hast ein bisschen Hunger. Ihr geht gerade noch so. So, mit welchem Gebäude legst du jetzt los? Mit dem Zweifamilienhaus, okay.
Haben wir noch unverheiratete Frauen? Frauen? Nein. Gut, das heißt, wir brauchen einen Mann. Achso, du wohnst da drüben. Ja, okay. Brauchen wir noch einen Mann? Und eine Frau. Für die Brauerei. Schwertkämpfer, Schwertkämpfer, noch ein Schwertkämpfer. Die sehen eigentlich etwas stärker aus mit ihren vielen Federn. Aber die sind wohl so stark wie normale Schwertkämpfer eben. Die haben auch unterschiedlich viele Federn, obwohl es auch Schwertkämpfer der ersten Stufe sind, auch wenn sie keine Schwerter, sondern Tomahawks haben. Ja. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Und wir können mal Speed jetzt geben. Das stimmt allerdings. So, du baust das Haus einfach fertig, indem du dich an der Nase reibst. Das ist auch immer gut. Nee, du baust die Brauerei, bitte. So, ihr habt jetzt ein Zuhause. Ich finde es lustig, die Gebäude werden alle lila angezeigt, auch die Fahnen von denen sind lila, aber die Farbe auf der Karte von denen ist braun. Ja, nehmen wir einfach mal so hin, dass es so ist. Oh, da holt aber einer vom Waldstein. Oh. Du solltest jetzt wieder jagen gehen. Hä? Jäger. Nicht die Lederschneider. Wo ist der Lebenssammler? Da. So, du sorgst wieder für Nahrung und Leder. Gut. Wir haben Schuhe für alle. Wir haben einen guten Holzüberschuss. Oh, wir haben aber keinerlei Möbel. Das heißt, wenn du den Baumstamm abgeliefert hast, machst du endlich mal Möbel. So.
Hier wird alles gebaut. Du bist auch auf dem besten Wege, endlich mal. Töpfermeister zu werden. Du suchst Gesellschaft, hä? Na, das ging aber schnell. Dann mach mir noch mal 5. Und da darfst du wieder Holz fällen. Ist unser Träger eigentlich schon Trägermeister? Ja, ist er. Ja, unser Jäger ist Jägermeister. Ja, ihr kriegt nur gerade von hier unten Stein, weil mein Töpfer noch mit Töpfern beschäftigt ist. So, das Zweifamilienhaus ist fertig. Fehlt noch die Brauerei. Die Kinder sind nämlich auch schon fast erwachsen. So, du hast Töpfer erfunden. Da solltest du noch ein paar Töpfe machen. Ach, sie holt von ganz da drüben Nahrung. So, du bist erwachsen. Du bist erwachsen. Du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Also machst du wieder Holz. Du bist erwachsen. Du wirst Träger und du Bäcker. So, Bierbrauerei ist auch fertig. Zweifamilienhaus, nicht unbedingt hier. Hier geht auch. Für den zweiten Holzfäller und den Pilzsammler. Du heiratest erstmal, das ist wichtiger als deine Schuhe. Und dann tust du Bier brauen. Und du hilfst ihm dabei. So, Weizen kommt sehr gut rein. Oh, der Müllerbus von hier oben. Jetzt den Weizen holen. Ja, wurde Zeit, dass wir 2 Farmer haben. So, sie bringt endlich Nahrung. Das heißt, er kann besser schaffen. Das heißt aber auch, dass er jetzt langsam mal Steine klopfen kann. Schuhe sind noch mehr als genug da, Leder ist da. Kommt eigentlich alles nach und nach rein.
So, Birk stellen wir hier gleich mal auf Maximum.